Letzte Woche haben wir euch bereits mit den Basisinfos zu der Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge in Lebach versorgt. Heute möchten wir euch weitere Einblicke und Eindrücke gewähren. Auch was Dr. Christoph Hoffmann, der Direktor der Landesaufnahmestelle, weiter zu berichten hatte, möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wir wollten von ihm wissen, was sein bisher prägendstes Erlebnis war. Also was sehr, sehr prägend ist, man bekommt schon viele Schicksale von Menschen mit, was sie erlebt haben in ihrer Heimat, auf ihrem Weg. Wir haben immer mal wieder Menschen hier, die ohne Gliedmaßen ankommen, wo Beine fehlen, wo Arme fehlen. Wir haben vor kurzem ein 3-jähriges Kind gehabt, was hier ankam. Das hat noch einen Bombensplitter im Kopf stecken gehabt. Das haben wir dann gleich ins Krankenhaus verlagert. Das sind schon Sachen, die einen sehr, sehr tief beeindrucken. Für normale medizinische Fälle und Fragen ist in Lebach eine eigene Praxis eingerichtet worden. Die Praxis wird hauptsächlich ehrenamtlich von saarländischen Ärzten betrieben, die sich dort ihre Schichten teilen und zusammenarbeiten. Auch einen Apothekencontainer gibt es, an dem die Rezepte der Ärzte eingelöst und die Medikamente wenig später abgeholt werden können. Zurück zu Dr. Hoffmann. Dieser kann nämlich nicht nur von negativ prägenden Ereignissen berichten, sondern möchte auch einige schöne Erfahrungen mit uns teilen. Ich muss mal sagen, gibt es natürlich auch sehr, sehr viele schöne Erlebnisse. Vor allem hier im Sommer habe ich erlebt das Sommerfest, was für die Kinder veranstaltet wurde. Da sieht man lauter strahlende Kinderaugen und dann ist vieles von dem Schlimmen in dem Moment zumindest vergessen. Und das ist mit Sicherheit auch was, was prägt und schön ist. Auch schwangere Frauen werden in Lebach durch ein Netzwerk von ehrenamtlich arbeitenden Hebammen versorgt. Derzeit sind ca. 150 schwangere Frauen in Lebach untergebracht. Auch wie man in Lebach mit anpacken kann, wollten wir wissen. Also was uns zuerst mal sehr, sehr freut, ist, dass die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sehr groß, sehr ausgeprägt ist, von Anfang an in allen möglichen Bereichen. Wir haben, um die vielen ehrenamtlichen Hilfen zu koordinieren, im Sozialministerium eine Stelle eingerichtet, eine Hotline, an die man sich wenden kann. Und da kann man dann noch nähere Auskünfte erhalten, wie man sein Hilfeangebot am besten anbringen kann. Wenn ihr an einem freien Nachmittag spontan die Idee habt, nach Lebach zu fahren, um zu helfen, so ist das natürlich sehr löblich. Aber hört euch an, was Dr. Christoph Hoffmann dazu zu sagen hat. Es ist ja sinnvoll, diese Flüchtlingskrise wird aller Voraussicht nach noch eine ganze Weile anhalten. Und es ist wichtig, dass wir über lange Zeit durchhaltefähig sind. Und deswegen macht es auch Sinn, dass man den Einsatz auch der freiwilligen Kräfte zumindest in einem gewissen Umfang koordiniert, um die Durchhaltefähigkeit da sicherstellen zu können. Generell ist in Lebach aber jede Hilfe sehr gerne gesehen. Und auch wenn es in Lebach in erster Linie um das Ankommen der Flüchtlinge und nicht direkt um die Integration geht, ist auch für Ideen, die über das reine mit Anpacken bei der Erstversorgung hinausgehen, in Lebach Platz. Wie wäre es beispielsweise mit einem kleinen Fußballspiel oder sogar einem Turnier? Auch eine Art Networking-Prozess zwischen Studenten und gleichaltrigen Flüchtlingen, die kurz davor stehen, in eine der Kommunen integriert zu werden, können sich die Zuständigen in Lebach sehr gut vorstellen. Denkbar wäre hier zum Beispiel ein Informationsstand, bei dem wir als Studenten Frage und Antwort stehen. Aber nicht nur bei Fragen zur Uni, sondern eben auch in anderen wichtigen Punkten. Beispielsweise, wie komme ich in Deutschland an einen Führerschein? Wie funktioniert denn das Schul- und Hochschulsystem? Und eben alles, was sonst noch für Flüchtlinge in unserem Alter relevant ist. Die aktuelle Situation wirft natürlich eine große Menge an Fragen auf, das ist klar. Aber wenn jeder mit angreift, dann finden sich auch Lösungen. Davon sind in Lebach alle überzeugt.